er der Herr Knoll. Und allen Ihren Mitarbeitern, besonders auch Ihrem sehr geehrten Herrn Geschäftsführer Sternhardt, herzliche Glückwünsche zum 20-jährigen Jubiläum aussprechen. Herr Knoll, verlieren Sie den Mut nicht. Arbeiten Sie weiter mit uns zusammen an diesem großen sozialen Werk. Ihnen, meine Damen und Herren, aus dem Kreis der Behinderten darf ich aber herzlich zurufen und versichern, Sie gehören zu uns. Ihnen, verehrter Herr Knoll, möchte die Stadt am heutigen Ehrentage eine Freude bereiten und Ihnen den großen Wappenteller der Stadt überreichen und dabei aber auch die Straße in der alten Burg, wo Sie eine Reihe von Bungalow erneut wieder für Behinderte erstellen, ab sofort den Namen Eduard-Null-Straße verleihen. Mut und Kraft zu weiteren Taten und zu größerer Hilfe. Heute zusammengekommen, um das 20-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Wir sind im Speisesaal versammelt und Sie hören die lauten Stimmen um uns, sodass kaum eine gute Verständigung möglich ist. Aber wir freuen uns, dass wir so viele Gäste bei uns begrüßen konnten und wir hoffen auch, dass das, was wir vorsetzten, auch angekommen ist. Ein deftiger Rehbraten und ein guter Wein. Und das verbindet uns mit allen, auch mit der Bevölkerung und so weiter. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass wir bei der heutigen Feier weiterhin eine gute Verbundenheit mit der Bevölkerung dokumentieren können. Hallo, mein Name ist Rita Mühlig. Ich arbeite seit 14 Jahren in der WFB Krausheim. Das hier ist die Zeitschrift Leben und Weg. Sie wird regelmäßig bei uns gedruckt und weiter bearbeitet. Thank you.
Landesverband des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes können wir immer nur wieder diese Selbsthilfeeinrichtung beglückwünschen zu ihrer Initiative und zu ihrem Erfolg. Und wir hoffen, dass das auch für die Zukunft weiterhin so laufen wird.